Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Maschinarium mit mir, dem wachen und quickfidelen Bernhard und dem etwas müden, halb geschlossenen Augen Sebo, ganz genau. Mach das doch bitte einfach die ganze restliche Folge, weil dann haben wir nie ein Loch an Commentary. Wenn ihr wüsstet, der klingt wirklich so, wenn er bei uns pennt, ja. Trink mal der Mir ein bisschen mehr, Mann. Das hilft dir nämlich auch beim Wachbleiben. Ich strampel mal in die Pedale. Falsch. Leg den Hebel vorher um. Ah, richtig. Aber du darfst mir nicht so viel helfen, Sebu. Denk dran. Weil wir wollen ja diesmal den Automaten Nummer 2 bestromen. Richtig? Ja. Und versuchen, einen dritten Dollar zu machen. Zweiten. Der quickfidele Bernhard vertut sich manchmal. Sag mal quickfidel, indem du die Anfangsbuchstaben vertauscht. Weißt du was, ich mache jetzt gleich... Quickfidel? Ich mache mal gleich einen dritten noch. Ich glaube, es geht nicht. Doch, klar geht das. Spiel ist Beste. Gut, geht vielleicht doch. Lalala. Übrigens, da unten, ne, sind ja wirklich... Ich rede jetzt wieder mehr ins Mikro, sehe ich gerade. Das ist übrigens so, dass da wirklich die Spulen da unten drehen sich in einem Magnetfeld und dank des Induktionsgesetzes... Toll, du hast es kaputt gemacht. Vielleicht ist nur die Lampe kaputt. Dank des Induktionsgesetzes nach Faraday. Er hat geraucht. Wenn so ein Automat raucht, dann ist das immer ein Zeichen für kaputt. Dank des Induktionsgesetzes nach Faraday, ja, haben wir nämlich Strom erzeugt. Weißt du, was mir über Faraday einfällt? Was denn? Fahrrad. Ich muss noch nachher nach Hause fahren. Fahrrad. Das ist ein cooles Rätsel. Ah! Alright. Alles klar. Gut, Rätsel verstanden, Rätsel Popanzen. Du musst rechts raus durch das Loch. Ah, ich kenne das Spiel, das habe ich auch gezockt. Das ist ein alter Spielgame-Klassiker. Ja. Das kennt man. Nicht. Sind alte Spielhöllenklassiker. Ja doch, das geht, das kann man, das kenne ich. Ich kenne das, das habe ich auch mal gespielt. Ja, kannst du es dann lösen? Ja, ja. Kann ich die da auch bewegen? Ja, die kann man auch bewegen. Aha! Oh, war nicht so clever. Also, das Problem ist ja folgendes. Wir wollen damit raus, ne? Ja. Wollen wir noch raus oder wollen wir damit raus? Wir wollen die Klötze mit rausnehmen. Ja. Das heißt, der rote nach unten ist schon mal blöd. Ja, ja, das Problem ist, der hier ist ja kleiner. Mhm. Den kriegen wir da nicht raus, sozusagen. Den müssen wir vergessen. Ich habe die Lösung. Echt? Ja. Wirklich? Mhm. Ich hab sie auch. Nicht. Warte, ich löse es jetzt, okay? Genau das ist die Lösung. Nee, das ist falsch. Oder? Ja, ist falsch so. Aber was, muss ich nur mit den roten raus? Nee. Mach mal hoch. Ach, ich ahne es. Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klar. Okay. War alles richtig. Ich hatte quasi die Lösung, aber ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Alles klar. Ein klasse Spiel übrigens. Ja. Überhaupt finde ich diese Spielhölle hier echt nett gemacht. Also mit den Automaten und diesem... Ist halt einfach nett. Nur nett, Alter? Richtig geil. Richtig ultra mega cool. So, wir sind hier wirklich in einer begrenzten, sag ich mal, Bewegungsfreiheit. Wir sind in einer begrenzten Bewegungsfreiheit. Auch diesen Satz sollte man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist immer schön, wenn man so einen Co-Moderator dabei hat, der einem einfach mal so viel hilft wie so ein Stück Brot, wenn man gerade, keine Ahnung, ein ganzes Schwein verdrückt hat. Mir wird gerade so ein Stück Brot helfen. I know what you did there. So, mein Beste. Ja. Ich habe eine Ahnung. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich kann den hier machen. Aber dann komme ich nicht mehr raus. Der ist blöd. Ich kann nur den hier machen, um dann wieder hier rauszukommen. Ja. Das Einzige, was halt geht. Ja. Und dann geht auch nur das. Oder halt das. Mhm. Ich kann den hier machen. Ja. Aber ist nicht so gut. Du kannst die Pfeiltasten benutzen. Oh, er klickt nicht mehr so doll. Viel besser. Ich kann jetzt wieder meine Augen schließen. Guck mal hier. Ja. Hat das was gebracht? Ja. Ja? Ja. 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 Nee.
Das bringt überhaupt nichts. So. Wir müssen auf jeden Fall in... Ah, du vermaledeites Spiel. Ich mach mal den hier. Ich muss mit dem da rein. Ja. Und dann muss ich runter. Ich würde behaupten, du darfst den roten nicht nach oben schieben, den großen, weil du kriegst ihn da nie wieder runter. Ja? Habe ich ihn da hochgeschoben? Ja. Richtig. Ey, aber ganz ehrlich, du kriegst ihn... Ach doch. Aber jetzt? Du musst ihn wegschieben, Sebu. Du kriegst ihn runter, wenn du nämlich diesen anderen kleinen da reingepackt hast. Nee. Ist ja offen in die Richtung. Nee, geht nicht. Hast recht. Absolut richtig. Der Sebu hat absolut recht. Der ist ein Vollprofi. Vorm Herrn. Vielen Dank für deine Meinung. So, aber so. Was macht man denn dann stattdessen? Man hat nur die Möglichkeit, muss nach oben. Ja, muss nach oben. Du musst halt so machen halt. Ja, das hilft dir nicht weiter. Ich glaube ganz ehrlich, das Ziel ist auch nur mit einem roten dort reinzukommen. Okay. Es kann halt auch sein, dass man ganz einfach sozusagen das Rätsel so löst, dass man hier mit dem ganzen Packen jetzt da reingeht. Okay, dann geht's ja, oder? Wie? Ich meine, hallo? Wenn du jetzt nach unten gehst und nach links und jetzt den oben nach links schiebst und jetzt so nach unten, jetzt den einen nach oben, nee, nur einen, den unteren nach links schiebst, in die Mitte, genau, so, und jetzt den dahin, jetzt den darüber und dann da rein und jetzt nach unten, kannst du dann raus. Man musste also nur in einem roten drin sein, um rauszukommen. Ja, alles klar, okay. Verstehe. Okay, das war dann ja gemein. Okay, dann ist erstmal... Das ist ja einfach. Findest du? Ja. Hast du schon das Lösung? Ja. Hast du schon das Lösung. Mach mal den roten nach rechts. Mann, ich will selber lösen. Den weißen nach rechts. Okay. Den großen nach unten. Mit dem da rein. Nach oben. Und jetzt kannst du selber lösen. Ich mach mal nochmal neu. Ich mach den roten nach rechts. Ich kann auf jeden Fall... Ich glaube, der rote nach rechts ist falsch. Habe ich mir gerade überlegt. Ja? Meinst du? Jetzt? Nee, ich meine, den großen roten nach rechts ist falsch. Hab doch gerade gesehen, dass es... Ja, aber du musst ihn ja irgendwo hinschieben. Einen, genau. Nee, du musst ihn nach rechts, stimmt. Der muss nach links übrigens. Der muss nach links übrigens. Ich meine, der rote nach rechts ist falsch. Weißt du, vor allem, wir wissen auch nur noch Backboard und Steuerboard, ne? Er muss nach Backboard. Okay, wir sind fast vorm Ende dieses Rätsels, Sebu. Ja. Hilf mir! Mach mal den da nach rechts, genau. Ah, genau, so und jetzt den nach ganz nach rechts, dann nach unten, dann den großen und dann so. Wir haben das Rätsel gelöst da! Sehr schön, ich werde das klatscht so derbe. Guck mal, wenn du den Ausschlag mal anguckst. Es klatscht bestimmt so derbe. Okay, das letzte Lösungsmoment. Wieso kann man hier nicht raus mit dem Roten? Weil der Rote in den Roten muss. Ach doch, oder wie? Ja. Ich dachte, man muss nur mit einem Roten... Nee, der Rote muss in den Roten. Hey Mann, weißt du hast auch so viel Ahnung von dem Spiel wie... Naja. Wie du? Wie ich alles durcheinander würfel, ne? Das war blöd jetzt. Wieso? Weil jetzt geht's nicht mehr. Unlösbar, ne? Bam. Aber mach mal nach oben, nach rechts, nach unten, nach links, nach oben, nach links, nach links, nach unten, nach links, nach oben, nach... Bis jetzt bin ich d'accord. Warum sagst du die ganze Zeit ja? Nee, bis jetzt bin ich d'accord. Aber was jetzt halt, ne? Und jetzt machen wir nach oben, nach da, nach unten, nach rechts, nach oben, nach... Genau, nach links, nach links, nach links, nach unten, nach rechts, nach oben, nach da. Jetzt den... Nee, dann kommen wir nicht mehr rein. Wie soll die Scheiße jetzt weitergehen? Dann kommen wir nicht mehr rein. Wir müssen den verwenden. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Ich glaube auch, wir haben es kaputt gemacht. Wir müssen den da jedenfalls ja verwenden. Immer die Maus fällt aus dem Bild, so. Wir müssen auf jeden Fall den nach links offenen verwenden, um den kleinen roten nach oben zu transportieren. Dafür muss der hinter den kleinen roten. Ich muss den erstmal nach da bringen. Genau. Ja, ich meine, da habe ich nicht viel Möglichkeiten. Ja. Ich meine, so geht's los halt, ne? Ja. Was macht man? Nee, nach da geht nicht. Du musst erst nach rechts.
Ja, stimmt. Man muss so. So muss man anfangen. Mehr geht nicht. Das ist der Anfang. Jetzt musst du den roten nach links machen. Ja. Und jetzt musst du meiner Meinung nach den weißen irgendwie da wegbekommen. Den oberen rechten weißen. Nee, nicht ganz. Oder? Oder ganz? Nee, nicht ganz. Bruno! Halt, mach mal den roten nach da, genau. Jetzt lauf mal zurück. Da, nach unten, nach links, nach oben, nach rechts, nach unten, nach rechts, nach oben. Und jetzt? Weil wir können jetzt Folgendes machen. Nee, ist halt einen zu weit rechts. Wir kommen dann nicht mehr hin. Wir müssen den roten rüberkriegen, aber ja. Das kriegt man nie, oder? Nee. Ich meine, Junge. Ja, ich überlege gerade, wofür der nach unten offene Weiße da ist. Der ist wahrscheinlich nur ein Hindernis. Den roten, ja, man kriegt den roten hoch. So, jetzt müsste man da rein in diesen kleinen da. Ja. Der müsste hier quasi. Der müsste einfach nur einen. Wenn der jetzt hier wäre, dann könnten wir nämlich mit dem roten durchrutschen und dann ging es. Dann fangen wir nochmal an, oder? Ja. Also auf jeden Fall, der kleine rote muss in die obere Reihe. Also es geht auf jeden Fall so los. Ja. Sind wir uns einig. Genau. So. Jetzt muss der nach links. Da müssen wir uns auch einig. Ja. Wir müssen den hier quasi nach oben bringen und müssen den jetzt nach Möglichkeit irgendwie versuchen, unten unter dem durchzuschieben quasi. Ja, also der müsste jetzt quasi irgendwie ein bisschen irgendwo hin. Genau, also der kleine rote muss in jedem Fall nach rechts. Dann geht der nur nach links. Ja. Die Frage ist, wie weit? Noch einen. Noch einen mindestens. Ja. Und noch einen mindestens. Ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Machen wir jetzt noch einen nach links? Dann können wir den roten nach rechts holen. Oder schieben wir jetzt den weißen weg? Wenn wir den weißen. Hol mal, mach mal einen nach oben, nach links, nach unten, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach unten, nach links, nach oben, nach links, nach. Noch einen nach unten, nach links, nach oben, nach rechts. Sprichst du auch ins Mikro? Nach oben, ja, nach rechts, nach unten, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach rechts, nach unten. Nee, halt jetzt, genau. So, nach unten, nach links. Bist du sicher? Links, warte, ja, einen nach links, 100 Pro, sicher. Mach einen nach links. Nach oben, zwei nach rechts, einen nach unten, einen nach links, einen nach oben, einen nach links, einen nach unten, nach, noch einen nach rechts, einen nach oben. Verdammt, wir haben noch den im Weg vergessen. Machen wir auch einen nach unten, nach einen nach links, nach oben und jetzt vertauscht die mal. Genau, den und den vertauschen. Jetzt so, ne? Nochmal, ja. Alter Schwede. Und das für einen verdammten Dollar. Mann, oh Mann. Na dann, gehen wir Batterien holen. Warte, warte, wir haben, der ist kaputt, oder wie? Ja. Wir haben nur $2? Reicht. Reicht es für Batterien? Hoffentlich. Ich hole meinen Dollar raus. Juhu! Alter Schwede. Was für ein Rätsel, Sebu. Aber ich würde mal sagen, wir gehen trotzdem noch an den Automaten ran. Den haben wir wohl geschrottet, na kaputt. Gut. Ah, vor allem wie die Entwickler erstmal verheißungsvoll 3 Automaten hinstellen. Ja. Einer ist dann kaputt. Ist ja gemein. Wie echt. Wie in echt. Ja, wie in echt. Der am meisten Spaß macht, war das bestimmt. Bestimmt. Ja. Manu. So, aber wir können hier endlich an den Batterieautomaten gehen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sind schon relativ weit im Spiel geschehen. Also ich würde schätzen, nicht, so 90%. Ernsthaft? So weit schon? Ja, 85-90%. Krasse Melone, würde ich mal sagen. Da nehmen wir unsere $2, unsere 2 Cents. Wir brauchen, glaube ich, nur einen. Ja? Dann behalten wir mal die, okay? Falls wir brauchen zwei. Wir brauchen 2 Batterien? Ja. Na gut. Ah, er hat ja einen Doppelpack gesagt. Ja, ja. Ja. Mhm. So. Ja, und dann lauf wieder zu ihm hin. Ja, müssen wir wieder zu ihm hin. Das heißt, können wir diesmal im Rohr lang klettern? Nee. Das heißt, wir müssen, lass mich kurz nachdenken, hier lang. Genau. Dann hier durch. Ist ja ein schön weiter Weg. Ich hoffe ja, er danced immer noch. Oh, da kam es runter. Ich hoffe ja, wir können immer noch. Hast du gesehen, mit wie viel. Eleganz. Eleganz. Du musst ja erst den Motor anmachen. Ich hoffe, dass wir. Was wollte ich jetzt überhaupt die ganze Zeit sagen? Unsere Liebste befreien. Erstmal besuchen wir die, weil wir haben schon wieder keinen Sprit mehr. Kann nicht sein. Das Spiel in die Länge ziehen. Okay, ihr Lieben, wir sind wirklich nah am Ende des Spiels. Denn immer, wenn Entwicklern nichts einfällt, dann... wo musst du nochmal aufdrücken? Hier. Ah. Immer, wenn Entwicklern nichts einfällt, dann machen sie nämlich sowas. So süße. Gib uns mal ein bisschen Sprit. Ja, ja.
Wie es auch echt ist, ja, ne? Süße, ja. Gib uns mal ein bisschen Sprit. Sprit. Richtig? Ich sag dazu mal nix. Du sagst sowieso sehr wenig, Sebu. Ja, ich bin so ein bisschen mitgenommen von dem Ende der letzten Folge. Vorletzten. Oh, wir haben eine Folge dazwischen aufgenommen. Guck mal, kommt das Benzin wieder in Stücken. Ja. Und da läuft es auch ein bisschen aus, sehr schön. Zieh mal den Motor an und fahren nach oben. Ich find's aber auch so geil, dass das so ein Aufzug ist mit so einem kleinen Moped-Motor da. Ja, ja, das ganze Spiel ist einfach extrem geil designt. Das ist so schön. Allein, dass man sieht, es sind ja auch alles Zeichnungen, sieht man auch einfach richtig. Und das ist halt der Stil des... Also wenn ich so zeichnen könnte, Sebu, ich würde mein Studium sofort abbrechen und nur noch solche Spiele programmieren. Ja, ich finde auch, also diese Zeichnungen... Ich muss noch mal rausfinden, wie dieses Kinderbuch hieß, was ich damals hatte. Das hatte ganz viele von solchen Zeichnungen. Ich fand die schon als Kind übelst cool. Naja, ist halt auch einfach ein schönes Spiel. Ja. Es macht halt Spaß. So, du kleiner, armer Polizist, wir geben dir deine Batterien. Hier, mein Bester. Nicht? Was ich auch total gut finde, ist, dass das Inventar hier nicht mit sinnlosen Dingen überfrachtet ist, sondern... Ja, ist richtig. Das Inventar ist eigentlich komplett... Es sind nur 3-4 Gegenstände maximal drin. Und du kannst... Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Na komm, Seba, ein bisschen beeindrucke ich dich doch hoffentlich. Ein bisschen, ja. Ich hab dich aber auch beeindruckt. Ja, sicher. Mehrmals schon. Damals, als du... Vorletzte Folge zum Beispiel. Setzt du nicht für Möglichkeiten, oder? Oh shit, ey, guck mal, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja. Ich denk mal, durch diese Tür hier, da gehen wir echt erst das nächste Mal, oder? Ja. Gehen wir da überhaupt durch? Da gehen wir durch. Echt, wirklich? Ja, nächste Folge. Machen wir das? Ja. Das sind Füße, dann gehen wir da wohl durch. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard und... Mein Name ist Sebu. Ja, haut da rein, ne? Tschö.